Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV zu einem neuen Special von WWE 2K18. Ja, wie ihr schon im Titel seht und wie ihr wahrscheinlich auch schon am Hintergrundbild deutlich erkannt habt, steht heute mal ein Royal Rumble Match auf dem Plan. Ich habe versucht, alle Stars reinzubringen, außer eben die aktuellen Champions, zum Beispiel Jinder Mahal und The Beast Brock Lesnar. Also die sind nicht im Match mit dabei. Ist ja auch logisch, weil derjenige, der hier gewinnt, wird nämlich dann im nächsten Special bei WrestleMania gegen den aktuellen Champion antreten. Das kann natürlich dann entweder einer von SmackDown sein oder es kann einer von Raw sein. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir legen mal das Match oder starten jetzt das Match mal, weil die Folge können wir hart von ausgehen, dass die mal bestimmt ja, 25 Minuten gehen wird. Und deswegen geht's jetzt mal los. Und ich habe es eben gar nicht gesagt, aber wahrscheinlich habt ihr es schon erkannt. Wir treten selbstverständlich mit Chris Jericho an. Wir haben die Nummer 1 gezogen. Und ja, jetzt erzählt es auch erstmal hier. Ich gehört, ich habe irgendwie den Ton gerade zu leise gehabt. Oder sie haben gerade wirklich nichts gesagt. Sie erklärt auf jeden Fall die Regeln. This will continue until all 30 superstars have entered the ring. Eliminations occur when you are thrown over the top rope with both feet landing on the floor. The last man in the ring will be declared the Royal Rumble winner and will advance to the main event of WrestleMania. Ja, Regel nochmal kurz erklärt und da kommen wir. The God. The Listmaker. Y2J, Chris Jericho. Ich vermisse den Kerl. Hätte tatsächlich damals nie gedacht, nachdem er eine Zeit lang in der WWE echt gelangweilt hat, dass er sich nochmal so gut neu erfindet mit der List of Jericho. Das war einfach mega genial. Jetzt ist er noch mit seiner Band Fozzy auf Tour. Ich glaube bis Mitte November. Und dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der gute Mann erstmal ein bisschen Urlaub macht und ich schätze, er wird wirklich beim Royal Rumble 2019 zur WWE zurückkehren. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hoffe natürlich, dass er nochmal mindestens einmal einen Champion-Titel erhält. Ich glaube, sein Rückmatch mit dem US-Title, das hat er ja, glaube ich, eingelöst. Da hat er ja, glaube ich, das Triple Threat-Match gegen AJ Styles und Kevin Owens verloren. Ist er nur aufgetreten, weil er, glaube ich, mit seiner Band zu dem Zeitpunkt in der Stadt war. Na gut, The God, Chris Jericho. Ich habe von Chris Jericho kein T-Shirt. Ich muss mir definitiv mal ein T-Shirt von Chris Jericho bestellen. Aber ich weiß nicht, so die T-Shirt-Designs früher in der WCW hatte der richtig, richtig gute. Oder in seiner WWE-Anfangszeit, oder sagen wir mal so 2006 rum, hatte der richtig coole T-Shirt-Designs. Jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Jetzt sind wir mal gespannt, wer die Nummer 2 wird. Den Fernseher ein bisschen lauter machen. Und? Keiner? Hallo? Alle sitzen so da? Alle warten sie? Aber irgendwie passiert nichts. Was ist denn jetzt? Ah, jetzt. Oh. Ich glaube, es ist Cesaro. Ja, da ist er. Habe ich übrigens runtergeladen. Die Klamotten. Das ist The Bar Outfit. Sehr, sehr cool. Weil das, was er ja aktuell hat, das ist ja schon wieder mehr oder weniger ein bisschen veraltet. Deswegen, das finde ich ganz gut. Kommt dem, was er jetzt trägt, einigermaßen designmäßig in die Richtung. Also kann man nicht meckern. Auf jeden Fall besser, als wenn wir hier diese unrealistischen Klamotten drin haben. Ich habe jetzt auch übrigens mal herausgefunden, nach über einem Jahr, wie man hier diese Klamotten richtig hinzufügen kann. Ich habe nämlich immer den Fehler gemacht, wenn ich aus diesem Download-Portal hier in-game was runtergeladen habe, also irgendwie so ein Outfit, dann habe ich das immer dem Wrestler dann quasi über die Importfunktion zugeteilt, aber das ist ja falsch. Man muss das als alternative Kleidung auswählen. So, meiner Meinung nach ist das hier wieder richtig heftig am FPS einbrechen. Also da muss meiner Meinung nach ein Patch kommen. So, da kommt schon der nächste. Das ist ja übrigens das erste WWE-Spiel, wo gleich 8 Leute im Ring sein können. Leider waren es ja bis jetzt immer nur 6 und Big E kommt. The New Day.
Oh, Chris Jericho. Ah, Mist, jetzt habe ich gepennt. Komm, Big E, hilf mir mal. Ja, genau, attackiert euch. Spannend. Ist das neu? Ich glaube, das hier gab es früher gar nicht oder in den Vorgängerteilen. Auch diese Erholfunktion. Ich glaube, das gab es ja immer nur bei diesen Triple Threat Matches oder so. Aber finde ich gut, dass es das jetzt hier gibt. Dann schauen wir mal, wer der nächste ist. Nein, das war ein Fehler. Big Cass kommt, der nächste Big. Fehlt jetzt noch Big Show. Ach Mist. Ja, alle auf mich, genau. Ich bin mal gespannt, wie lange ich hier durchhalten werde. Ja, lasst euch alle feiern. Auf jeden Fall Big Cass, ihr habt es ja jetzt nicht gehört, aber er hat noch sein, das Lied, was er auch mit Enzo Amore hatte. Also er ist quasi noch Fanliebling. Jason Jordan kommt. Der Sohn von Kurt Angle. Jetzt wird alles gut. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was war denn euer erster Royal Rumble, den ihr gesehen habt? Was war euer Lieblings-Royal Rumble, den ihr gesehen habt? Und wer war euer Lieblings-Royal Rumble-Sieger? War ein bisschen Gesprächsstoff. Also bei mir kann ich schon mal sagen, auch wenn ich es mir jetzt nochmal angeschaut habe, so spektakulär war er gar nicht, aber es ist natürlich was Besonderes. Mein erster Royal Rumble war der von 1994 und deswegen, der wird immer bei mir einen sehr, sehr hohen Platz haben. Also beziehungsweise, das ist ihm sehr viele Bonuspunkte anrechnet. Sheamus kommt! The Bar Number 2. Willst du den schnappen? Bin mal gespannt, ob der jetzt von der Logik her Cesaro gleich attackieren wird. Weil eigentlich sind die ja ein Team. Und er attackiert das wirklich. Er attackiert ihn wirklich. Das finde ich mega dumm. Wenn du als Team eingestellt bist, klar. Jeder für sich. Aber bei so vielen. Oh, Big Cass ist raus. Jason Jordan wirft Big Cass raus. Bei so vielen Leuten, die noch im Ring sind, ist das doch richtiger Schwachsinn, dass sich Teams hier attackieren. Sami Zayn kommt. Und ich kann gerade nichts machen. Ah! Okay, ich habe mich befreit, glaube ich. Der neue beste Freund von Kevin Owens. Ich kann mich nicht wehren gegen Big E. Zu früh? Ah, jetzt habe ich ihn nicht mehr. So. Cesaro wirft Sheamus raus. Sollen wir dir mal helfen? Hat nicht geklappt. War ich zu langsam. Dann kommen wir halt mal hier mit dem Bulldog um die Ecke. Finn Balor kommt als Nummer 8. Oh, diese Frame-Einbrüche, schrecklich. Ja gut, das kennen wir. Drücke schnell die angezeigte Taste, um die Anzeige in deiner Farbe zu füllen. Ist die Anzeige komplett rot, wird der Verteidiger überwältigt. Ist die Anzeige komplett blau, entkommt der Verteidiger. Okay, das ist doch neu. Manche Positionen ermöglichen es einem zweiten Superstar bei einem Eliminationsversuch mitzuwirken, indem du X drückst. Superstars können einen Eliminationsversuch über L1 abbrechen. Okay, das gefällt mir, aber dass das jetzt hier mit, dass man quasi die, dass man quasi das jetzt anders macht, also weil vorher war es relativ einfach und jetzt ist das wie beim Aufgabenspiel. Und deutlich besser. Aha! Wie habe ich mich da jetzt befreit? Oh, ich habe ein Signature. Seth Rollins. The Architect. Und da ist einer rausgeflogen. Ich weiß noch nicht, wer. Links neben mir passiert. Ich glaube, Cesaro ist raus. Ja, Cesaro ist raus. Ja, super. Mein Signature ist weg. Ich krieg ja nur auf die Kauleihe. Das kommt davon, wenn du den Schwierigkeitsgrad direkt mal hochstellst. Also das Spiel ist meiner Meinung nach von der KI deutlich schwerer als letztes Jahr. Ich habe einen roten Kopf. So, jetzt habe ich auch wieder ein Signature. Dann will ich einen mit Jericho rausschmeißen hier.
Und er blutet. Sheamus blutet. Och man, das ist der Reversal. He's showing some aggression with that elbow. Abuses him with an elbow. He könnte eigentlich schon mal da helfen, dann geht das vielleicht hier auch mal ein bisschen schneller. Da müssen wir lösen. Was macht der hier denn? Ah! Nein! Oh Gott, ich flieg raus mit Jericho, ich flieg raus mit Jericho, ich flieg raus. Okay, das reicht doch wieder. Hui, das war aber jetzt knapp. You know what happens, Sami Zayn? You know what happens? Oh, Shinsuke. Nein, ich bin raus! Shinsuke Nakamura. Sami Zayn hat mich rausgeschmissen. Ja, Sheamus ist auch raus. Ach, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wäre ich einen eher rausgeflogen, hätte ich jetzt Shinsuke Nakamura bekommen. Big E ist draußen, Finn Balor hat ihn rausgeschmissen. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt bekommen. Findest du so ein Enzo Amore oder sowas? Oh, Finn Balor ist draußen. Ich hab da oben jetzt hingeguckt. Der nächste ist draußen. Was geht denn hier gerade ab? Jason Jordan. Oh, bitte einen vom Shield. Das wäre mega cool. Wäre natürlich auch cool, wenn er überhaupt mal ein neuer jetzt kommen würde. Oh. Nakamura. 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 Wo bleibt denn mein neuer? Oh, Sami Zayn kriegt jetzt mal ordentlich auf die Kauleiste. Und Nakamura fliegt da raus. Oh, Seth Rollins. Ah, jetzt komm ich. Jetzt kommt mein neuer Typ. Glaube ich zumindest. Also ich war ja, meine ich, war der Einzige, der rausgeflogen ist zu dem Zeitpunkt. Nein! Oh, bitte lass es mich nicht sein. Nein! Oh nein! Warum? Ich bin wirklich... Oh, schade, Mann. Ich muss gerade das böse Wort nicht vergleichen. Ich will nicht Dolph Ziggler sein, Mann. Weg mal hier Nakamura schnappen. Pass auf jetzt. Natürlich kommt jetzt Dean Ambrose, das ist doch gemein. Ja, hauptsache der Shield attackiert sich da. Ach Mist. Ach Mann. Zu früh, sagt er. Also da ist hier wieder ein Special. Sie könnt mir ruhig in die Kommentare reinschreiben, auf was für ein Special ihr mal Lust hättet. Werde ich auf jeden Fall nachspielen, weil ich brauche Abwechslung momentan. Ich will eigentlich viel mehr WWE-Content bringen. Aber ich kann halt nicht so viele Folgen halt von der Karriere aufzeichnen, weil ich warte eben noch auf ein Patch und ich kann dann so eben auf Zuschauerfragen von euch eingehen. So passt das ganz gut. Was ist denn da passiert? Was? Rusev ist raus? Der kam doch gerade erst. Wie genial ist das denn? Ich glaube, die 25 Minuten werden wir irgendwann nicht erreichen. Komm, dann schnapp ich mir doch Nakamura. Nein! Oh, Big Show kommt. Seth Rollins ist raus. Nein, zu früh. Ich bin draußen. Na super. Bin zweimal rausgeflogen. Ich weiß, letztes Jahr habe ich auch mal so ein Special Royal Rumble gemacht. Da
bin ich, glaube ich, nicht rausgeflogen. Da habe ich es durchgestanden bis zum Schluss. Und wirft Big Show Dean Ambrose raus. Schafft er es? Nee. So, jetzt kommt mein nächster, glaube ich. Jawohl, bitte lass es mich sein. Bray Wyatt wäre cool. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, das bin ich, sehr schön. Oh, Nakamura. Jawohl, ich habe endlich mal einen rausgeschmissen. Ja, genau, Dean Ambrose zeigt eine Powerbomb gegen The Big Show, ist klar. Wie kann es auch anders sein? Das hat Kevin Nash ja damals nicht mal geschafft, ohne dass sich der verletzt hat. Braun Strowman kommt. Dann soll er sich mal direkt mit Big Show anlegen. Nein! Aber nimmst du, genau, habe ich wohl was jetzt. The Eater of Worlds, Bobby Roode, glorious. Und Dean Ambrose ist raus. Jetzt mit Bray Wyatt drehe ich mal ganz schön auf. Ich sehe mich nicht. Und hier. Nein, mein Reverse, mein Signature ist reversed. Rhino. ECW. Whoa. Here we go, guys. Elimination coming up. Nein, ich will Bray Wyatt behalten. You got that right, Michael. That had elimination written all over it. And here comes the breaker. There's the elimination. Oh, Big Show staubt ab hier. Big Show staubt meinen Rauswurf ab. Dafür wird es jetzt mal hier eine Strafe geben. Randy Orton kommt. Oh, das müsste jetzt eigentlich Beef mit Bray Wyatt geben. Hallo, Randy. Nein, verdammt. Ist das reversed? Nö. Verdammt. Nur ein Signature am Start. Braun Strowman ist... Nee, Braun Strowman ist gar nicht raus. Oh, Mojo Rawley ist da. Coole Hose hat er auf jeden Fall an. Und werfen wir Randy Orton raus. Jawohl. Braun Strowman, ey, der kann mir doch nichts tun. Wir waren mal Freunde. Du warst mal Teil der Wyatt Family. Luke Harper, der nächste der Wyatt Family. Ach man. Follow the Buzzard, Junge. Ah! That's a great example of a highly efficient and nein! Effective strike. Nein! Verdammt! Ja komm, das sollte ich aber wohl mal hier noch durchhalten. Vier muss ich schon ganz einfach. Luke Gallows. The Club. Looks like we might get an elimination, guys. Boah, was macht der denn? Big Show ist aber schon ganz schön lange jetzt im Ring, oder? Schnell erholen, warte ich noch mal.
Okay, ich soll es doch jetzt tun, sonst attackiert mich Luke. Er macht er jetzt sowieso. Verdammt. Oh, geht Gallows raus. Connor kommt. Die Ascension. If he can't handle a little punishment here and there, maybe he has no business being in the Royal Rumble match. Yeah, but if you count him out now, guys, you can make a very big mistake. Mark my words. Direct hits like that help put your opponent away fast and early. He's feeling good about himself, that's for sure. What athleticism! Nein! Alter! Ich dachte, er wirft mich raus. Number 24 has a good chance of winning this, guys. That could have been disastrous, Byron. Mann, Kevin Owens ist da. Was kann mir jetzt noch so fehlen? Was attackiert der mich denn jetzt hier so zusammen, Hanius? Zu früh, verdammt. Nein! Nein! Ah! Mein Finger tut weh. Boah, war das knapp. Alter Schwede. Oh, dich werfe ich jetzt in meinem Finisher raus. Dann kannst du aber einen drauf lassen, Kevin Owens. Ja, da sollte er gar nicht hin. So. Ah, oh Gott. Ich sag dir, der haut mich jetzt und ich fall dann da raus. Big Show ist auch noch im Ring. Muss auch mal für sorgen, dass er jetzt so langsam hier mal die Wiege macht. Was attackiert mich denn jetzt Braun Strowman? Oh Gott. Ich kann nichts machen gerade. Richtig, was los hier im Ring? Aber unterhaltsam, finde ich mal zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es ganz witzig. Auf jeden Fall deutlich besser als die Royal Rumbles im 2017er Teil. Die FPS-Einbrüche, die stören mich ein bisschen, aber gut, damit muss man wohl leben. Nein! Okay, ich glaube, jetzt werde ich rausgeschmissen. Nein! Nein, Luke Gallows schmeißt mich raus. Was ist das denn? Ach komm, ey. Ich war so gut mit Bray Wyatt. Ich hatte noch zwei Finisher. Luke Gallows schmeißt Bray Wyatt raus. Ja, ist eigentlich hier schon so ein Push, oder? Ich bin gespannt, wen wir jetzt bekommen. Samoa Joe, der räumt jetzt auf. Ja, der schmeißt erstmal hier Luke Gallows raus. Wer fehlt denn noch? Bei einem weiß ich, wer noch kommt. Aber wer fehlt da am liebsten noch? Ah, okay, zwei weiß ich noch. Aber dann hört es tatsächlich auf. Ich komme wirklich nicht drauf. Aber können wir das Match ein bisschen hier beobachten? Here we go, guys. Elimination coming up. Oh, da ist der Connor ist raus. Samoa Joe regelt das. Dann macht Samoa Joe noch Big Show raus. Er legt jetzt einfach mal direkt mit den zwei Big Men hier an. Okay, drei weiß ich noch, die kommen. Auf jeden Fall drei Top-Leute. Aber beim vierten weiß ich es gerade wirklich nicht. Boah, bitte lass mich der eine werden. Bitte, 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 bitte. Nein! Ausgerechnet den ich nicht auf dem Schirm hatte, den bekomme ich. Verdammt! Was ist denn hier? Luke Harper attackiert mich. Na gut.
Kane hat hier nur 81er Rating hier in dem Spiel, das ist auch sehr genial. Nein, das ist du. Was? Samoa Joe ist raus? Zack Ryder, Mojo Rawley ist raus. Und da ist er, einer davon. Und um wen kümmert er sich? Wie locker aber jetzt Kane eben hier den rausgeschmissen hat. Und der nächste ist raus. Kane dreht auf. Oh, Big Show, oder? Wieso hat er das nicht reversed, Mann? Also es kommen auf jeden Fall noch zwei Leute, die ich jetzt, oder zumindest einer wäre ich sehr, sehr gerne gewesen. Okay, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Den habe ich auch vollkommen vergessen. Dann bin ich aber doch lieber Kane hier. Was willst du denn hier? Ein bisschen jubeln. John Cena, was machst du denn hier? Und Big Show ist immer noch nicht draußen. Wie lange der schon im Ring ist? Jetzt ist er raus. Und da ist er. Der wäre ich sehr, sehr gerne gewesen. The Phenomenal One. Der will nichts. Gehe ich auf Baron Corbin. So, der eine oder andere kann ich jetzt vielleicht schon denken, wer der letzte wird. Hört ihr eigentlich die Tasten hier immer? Mann, da ist er. Und ich kann mir schon denken, wer jetzt das Match gewinnen wird. Was ist denn hier jetzt passiert? Roman Reigns räumt einfach mal hier auf und haut einfach mal gerade drei Leute hier K.O. Wie Cena gerade hier angefeuert wird. Oh, AJ Styles. Farblich müssten eigentlich AJ und ich ein Team bilden. Nein, Mann. Wo ist eigentlich meine Anzeige? Boah, ich bin gerade hier. Müssen wir erstmal erholen. Und AJ. Bitte streng dich auf mich, danke schön. Ja, macht ihr mal da. Oh, Roman Reigns in der Bredouille. Oh, John Cena. Hab mal ein Signature. Ich hoffe, den kann ich nur ausnutzen. Was willst du denn jetzt, Baron Corbin? Ach man. Oh, irgendein will er sich schnappen. Ich hoffe nicht mich, aber ich glaube, er schnappt sich nicht. Nein! Natürlich schnappt er sich mich. Ein Spear aus einem Meter Entfernung. Roman Reigns, lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich bin draußen. Oh verdammt, okay, da muss ich jetzt kommentieren. Roman Reigns wirft mich mal ganz easy raus, steckt jetzt aber den Attitude Adjustment von John Cena ein und AJ Styles, bitte rette dich. Ich bin für AJ Styles. Für wen seid ihr jetzt? In die Kommentare reinschreiben. Komm, AJ. Ich hab Bock, mit AJ Styles gegen Jinder Mahal zu kämpfen. Und John Cena ist auch noch drin. Ja. Aber schon interessant, dass das jetzt diese zwei Pärchen sind, die wirklich eine Fehde gegeneinander hatten in den letzten Wochen.
Und Cena wirft er Roman Reigns. Oh, Baron Corbin ist raus. AJ Styles wirft Baron Corbin raus. Oh, und Roman Reigns ist noch drin. Und jetzt geht's gegen Roman Reigns. Die letzten drei im Ring. Jetzt entscheidet sich gleich, wer das Special macht. Oh, AJ Styles. Halt dich drin, Junge. Nein, AJ Styles ist raus. John Cena oder Roman Reigns. Beide verbünden sich gegen John Cena. Gegen AJ Styles. Und es wird auf jeden Fall ein Match gegen Brock Lesnar im Special. Und ich werde definitiv einen von den beiden steuern. Weil wir wollen ja, dass Brock Lesnar den Titel verliert. Roman Reigns hat den ja schon mal gewonnen hier. Bei einem Special, was ich gemacht habe. Aber guckt es euch selbst an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Aber was macht John Cena? Er tritt vorbei und jetzt Roman Reigns mit einem Signature. Man hat er zumindest noch einen. Schauen wir mal, ob er den noch einsetzt. Aber ich glaube, John Cena wird jetzt gleich rausfliegen. Superman Punch wird reversed. John Cena hat jetzt ein Signature. Was macht Roman Reigns? Er steht einfach nur da. Und genießt das Leben. Und lässt sich jetzt hier von John Cena ein paar Mal schlagen. Und geht's jetzt... Was machen die denn da? Ja, Bug-Alarm jetzt hier, oder was? So, John Cena jetzt in Gefahr, aber... Alter Schwede. Diese Spannung. Ich kann mich ja gar nicht mehr halten auf dem Sofa. Und Roman Reigns jetzt. Kommt noch der Superman Punch. John Cena jetzt in der Bredouille. Da ist... Nein, wieder Reversal. John Cena mit dem Finisher. Zumindest hat er einen. Menschenskinder, ist das aufregend. Und Roman Reigns ist draußen. John Cena gegen Brock Lesnar im nächsten Special. Meine Güte, da reverselt er zwei Superman-Punches. Und dann geht's übers oberste Seil für Roman Reigns. Da, letzte Szene. Hammer. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Wenn euch auch das Video gefallen hat, lasst noch selbstverständlich mal ein Like da. Wäre sehr cool von euch. Wenn ihr noch irgendwas wissen möchtet, könnt ihr auch gerne auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Der Link unten in der Videobeschreibung. Momentan eine Menge los, weil viele von oder durch WWE 2K18 auf meinen Kanal aufmerksam geworden sind. Dadurch kommen eigentlich so pro Tag mindestens ein bis zwei neue Leute dazu. Wäre auch cool, wenn ihr dazu kommt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Könnt auch gerne noch ein Abo hinterlassen. Jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge von der WWE 2K18 Karriere, die ich spiele. Außerdem noch FIFA 18, NHL 18. Jeden Tag kommen auf jeden Fall derzeit drei Videos. Also sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.